Und da sind wir auch wieder direkt zurück bei Fallout 4. Wo im letzten Part ja sagte, hier, das sieht aus, als wenn das hier irgendwie so ein Spiel ist von dem. Bah, ekelhaft, Junge. Von dem Film Saw. Hier unter dieses Schachbrett und ja, irgendwie kann man sich da ein bisschen so was zusammenreimen. Also ich jedenfalls. Aber naja. Ich denke mal, jetzt wird hier auch nicht mehr großartig was zu holen sein. Jetzt werden wir schon überall gewesen sein, denke ich mal. Hier geht auch wieder nach draußen. Und hier. Zeitungsständer, da sind Köpfe drin. Das ist ja. Erste Sahne, es hat ja. Hier sind nochmal Toiletten. Da ist nochmal ein Spiegelschrank, der ist leer, leider. Hier ist sonst auch nichts. Oh, was ist das denn? Oh! Mr. Handy. Treibstoff. Mensch, ich staune gerade, ob wir das überhaupt noch mitnehmen können. Haben wir hier noch Feinde? Irgendwie schön Schnaps oder sowas? Nö. Ja, dann ist ja eigentlich die letzte Wahl wäre ja dann der Fahrstuhl, ne? Der fährt wahrscheinlich noch weiter nach oben, oder? Sieht so aus, ne? Nee, nach unten. Was sollen wir jetzt springen? Was? Der Stock. Mehr habe ich gar nicht verstanden. Hier sind wir wohl vorne in dieser komischen Lounge. Haben wir hier noch? Nein! Ach nein! Oh! Wollte ich gar nicht rein. Oder raus, wie auch immer. Meine Fresse, ey, es kotzt mich an. Hauptsache mal erstmal schnell drücken. Was machst du denn? Okay, sind wir vielleicht aber gar nicht so verkehrt jetzt, ne? Würde sagen hier. Was ist? Hier sind wir gar nicht so verkehrt, Mensch. Möchte ich bald mal sagen. Okay, was haben wir hier noch feinet? Oh! Terminal. Türfernsteuerung. Tür öffnen. Mach mal auf. Dann mach doch mal auf. Aha. Ah. Du brauchst die gar nicht rufen, Junge. Ja, jault hier los. Ich hab dich doch schon gesehen hinten, du Blödmann. Jetzt probieren wir erstmal das neue Ding aus. Alter! Alter, was ist das denn, Junge? Wie krass ist denn die Knarre, bitteschön? Wie laut die ist. Alter, die macht einen schönen Damage, Junge. So muss das sein.
Da ist er. Oh, Alter, das ist so der krasseste. Ja, also definitiv meine Lieblings-Sniper, sag ich jetzt mal, ne? Auf jeden Fall total cool, das Ding. Man kommt jetzt hier auch gar nicht mehr weg, ne? Wir wollten eigentlich schon lange wieder nach Hause reisen, aber man bräuchte halt auch so eine Mod, so wie Gronkh, ne? Dass du wirklich schleppen, schleppen, schleppen kannst, egal wie viel, egal was. So was bräuchte man natürlich, das wäre natürlich richtig cool. Aber naja. Wollen wir uns nicht weiter drüber beschweren. Ist halt nicht anders. Okay, jetzt sind wir soweit aber hiermit durch, ne, so wie das aussieht. Das heißt, wir reisen jetzt erstmal. Was ist denn das Dichteste? Das Dichteste wäre eigentlich Polizeistation. Revier, naja. Station, Revier ist doch alles scheißegal, wie. Ihr wisst ja, was ich meine. Bringen wir erstmal noch den Flux-Sensor weg. Und dann werden wir gleich noch den nächsten wieder neu aktivieren. Den suchen wir dann aber auch nicht direkt wieder. Den lassen wir uns halt erstmal, ob wir das noch gleich wieder haben. Dann Sanctuary steht auf dem nächsten Punkt. Preston schnell Bescheid sagen. Der wird uns dann wahrscheinlich auch noch gleich wieder was Neues geben. Und ja, dann werden wir mal gucken, was wir machen. Würde ich sagen, ne? Werden wir sehen. Lassen wir uns überraschen. Da das Ding so laut ist, ne? Der Sniper hier, Junge, das ist ja extrem. Aber cooles Ding, auf jeden Fall. Richtig geiles, schönes, starkes Geschoss. Ach so, ist ja klar, warum die so laut ist, ne? Das Kaliber ist ja größer, ne? 50er. Hallo. Gut, da bist du wieder. Heißt das, du hast die Technologie gefunden? Jo, hab ich. Hier. Gut gemacht. Hoffentlich hattest du keine Probleme. Hier, deine Bezahlung für eine erfolgreiche Rettungsaktion. Technologie wird immer gebraucht. Sag mir, wenn du wieder bereit bist. Du siehst ein bisschen blasser aus, ne? Du. Als wenn du noch nicht kacken warst heute. Bestätige. In Ordnung. Das Gebiet ist auf deiner Karte. Also los. Schön. So, gut, das haben wir uns aktiviert. Können wir jetzt hier raus. Und dann, wie gesagt, reisen wir nochmal schnell nach Sanctuary. Preston noch fix Bescheid sagen. Und dann gucken wir, ne, was wir machen. Also, Karte. Einmal Sanctuary dorthin. Und ich glaube, wir könnten ja auch mal wirklich mal wieder ein bisschen mit der Hauptstory weitermachen, ne? Würde ich vorschlagen. Kann man ja auch mal ruhig mal wieder ein bisschen machen, ne? Kann man machen. Machen wir auch. Würde ich sagen. Wäre doch eigentlich ein ganz guter Kompromiss mal wieder, ne? Damit wir das jetzt halt mal wieder ein bisschen machen. Ich habe den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Super, und das andere ist jetzt fehlgeschlagen, stand da gerade.
Kann man das denn jetzt auch denn tatsächlich gar nicht mehr wiederholen? Ach so, warte mal, was hatten wir denn jetzt überhaupt noch bei sonstige? Persönlichen Lagerbehälter? Wo soll ich den öffnen? Hä? Zeig mir das mal auf der Karte. Was, wo soll das sein? Bei der Pritrin? Wo haben wir da einen Lagerbehälter? Ja, möchte ich jetzt aber nicht schon wieder extra irgendwo schnell hinreisen und was dann wieder irgendwo einfach nur ein bisschen. Naja. Bullshit ist, sag ich jetzt mal, ne? Sprich mit Bobby. Ah, das hätten wir ja auch noch, ne? Gesichtsoperation. Die Fallakten an. Hier haben wir auch noch einen Haufen. Alter, hier haben wir noch einen Haufen zu tun, wa? Untersuche. Irrenanstalt. Wo ist denn die? Die war doch ganz schön weit weg, ne? Glaube ich, oder? Die wäre hier. Hätten wir natürlich ein ganzes Stückchen zu laufen, ne? Naja, obwohl, so weit ist es eigentlich nicht, ne? Und dann könnten wir von da aus gleich hier... Museum der Hexerei. Das ist nämlich wahrscheinlich das andere hier, ne? Hier. Ach genau, steht da ja sogar. Museum der Hexerei, untersuche. Würde ich sagen, wir machen... Die machen wir mal beide an. Dann wird das jetzt mit der Story zwar doch noch nichts, aber... Das ist nämlich die Story, ne? Genau. Das ist auch schon wieder ganz schön lange her. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da überhaupt machen musste, sollte, wie auch immer. Vorher werden wir natürlich immer gleich noch wieder ein bisschen Kram abladen hier. Bisschen Kram abladen. Ich nehme jetzt auch wirklich nur noch die Waffen mit, die ich wirklich benutze. Sprich, die bleibt hier. Was hat denn das für ein Gewicht hier? Da haben wir eh bloß die eine mit, ne? Ja. Das bleibt hier. Na gut, die brauche ich auf jeden Fall. Ich weiß zwar selber noch nicht wofür, aber die brauche ich. Das bleibt alles hier. Die Cocktails bleiben hier, das bleibt hier, das bleibt hier. Den benutze ich. Das bleibt hier. Bleibt ebenfalls hier. Das benutzen wir, das bleibt nicht hier. Das bleibt hier. Du bleibst hier. Das bleibt hier. Kann auch hier bleiben. Benutzen wir momentan gar nicht. Was haben wir hier noch? Bajonett benutzen wir in diesem Moment eigentlich auch gar nicht. Die natürlich. Und die Schrot, was sagt die Munition? Haben wir auch noch nicht so viel von, ne? Lassen wir also ebenfalls hier. Da wir jetzt wirklich nur die Waffen haben, die wir auch wirklich benutzen. Das Ding auch nicht. Lass hier den Kack, so. Jetzt haben wir wirklich nur vier Waffen mit, die wir... Drei Schusswaffen. Handgranaten und eine Axt. Das reicht ja auch eigentlich, ne? Was sollen wir mit so viel Plunder? Gut, Leute, ich werde den Rest noch so offscreen ausmisten und dann... Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part, ne? Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen darüber und sage damit Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.